Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von. Wie ist das Spiel schon? Das ist Fortnite. Scribblet. Ja, wir starten einfach. Wir machen wieder Grand Reveal, weil mir das am meisten taugt. X. Ja, wir haben nicht einmal unendlich Zeit. Nur einmal, so das klarzustellen. Wir alle drei finden Fortnite scheiße. Der Chris sagt dir das nur, weil wir die ganze Zeit gemimt haben. Wie soll ich denn das schnell zeichnen? Nein, ich kann das nicht zeichnen. Du musst es halt mit googeln. Ja, ich tue es auch googeln. Das ist ja urscheiße. Wie soll ich das in 80 Sekunden malen? Außerdem habe ich 180 Sekunden eingestellt. Das sind niemals 180 Sekunden. Warum haben sie das unendlich weggehen? Das ist urscheiße. Da werde ich ja nie fertig. Warum haben sie das weggenommen? Das ist urbehindert. Kannst du nicht sagen. Ich kann nur sagen, meins sieht urscheiße aus. Ja, meins auch. Ist nicht einmal erkennbar. Ist nicht einmal erkennbar. Wow, das ist. Wieso hat man nicht unendlich Zeit? Wieso haben sie das weggegeben? Das ist urbehindert. Was ist das? Ja, das ist wie ein Drache in der Hose. Achso, ja, das könnte. Das ist eine Das ist Jake! Wie schaut man denn? Dann? Wir hatten das neue Kassen. Dach erwachen. Ja, ich weiß schon. Wir hatten die sehr schnell Kassen. Es ist einmal ein Land jenseits des Ozeans und dann das englische Wort für Drache. Er spielt in einem westlichen Land jenseits des Ozeans. Ich war nah dran. Was habe ich falsch geschrieben? Ja, mit C. Er war 80 Minuten so behindert. Nein, zum Zeichnen. 80 Sekunden sind das nicht Minuten. Ja, Sekunden, ja. Aber ich habe eigentlich 180 eingestellt, aber wie heißt denn das Pokémon schnell? Das ist ein Pokémon. Schick jetzt ein Pokémon. Wie heißt denn das schnell? Auf Englisch? Ja, es ist auf Englisch. Was soll das denn sein? Ja. Ich muss auf Englisch eigentlich. Ja, das ist der Name ist auf Englisch umgesetzt worden. Weiterentwicklung von. Achso, warte. So, wie heißt denn das nochmal? Auf Englisch? Ja. Ich weiß nicht mal, wie das auf Deutsch heißt. Ice-Type-Pokémon, so. Wie gibt's? Ja, ich hab's gerade eingegeben, aber das ist jeder Deutsche, das ist eh nicht der Englische. Ich weiß nicht, wie es heißt, ist schon vorbei. Oh ja, gibt's auf Pokémon, gibt's auf Wiki an, nein. Rex-Bizarre kenne ich nicht. Ja, das wirst du auch nicht erkennen, das ist ein Videospiel. Doch, das kenne ich. Wie hieß das nochmal? Es ist sau schwer auf jeden Fall, das Spiel. Boah, wie hieß das nochmal? Irgendwas mit Cuphead. Richtig. Ey, was? Ja, Chris, du Thomas hast gerade gesagt. Okay, Cuphead. 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 Englisch?
Und Drake Splitter ist auf Englisch. Das hat das auch. Deutsch hat das auch. Das hat keinen deutschen Namen, das Spiel. Das heißt. Was? Von mir. Das ist von mir. Pokémon Drake Splitter, das ist ein englischer Name. Da stand aber Rex Blizzard bei mir. Hey. Oh, warte, bearbeiten. Ah, wie soll ich das denn zeichnen? Wie soll ich das in 10 Sekunden in 60 Sekunden noch zeichnen? Puh. Das weiß ich gar nicht. Oh, oh. Das ich hab's eh schon falsch gezeichnet. Scheiße, so. Ich zeichne es jetzt irgendwie. Weil ich muss ja irgendwie zeichnen. Weil es geht ja sonst eh nicht aus. Ich mach das jetzt piu, piu, piu. Ganz, ganz. Mir hat das besser gefallen, wie so eine Endlichzeit noch war. Moment. What the fuck male ich eigentlich? Ich habe keine Zeit, das vernünftig zu machen. Ja, deswegen sage ich ja, das unendlich hat mir besser gefallen. Ich weiß nicht, warum man sich da ausstellen kann. Ein Dreijähriger könnte das besser zeichnen. Na, das. Ein Dreijähriger kann es. Ja. Das frage ich mich auch. Ja, das ist eine Kinderserie von Disney. Auf Englisch! Chris, das ist wie Cars. Bloß halt das Wort für Flugzeug. Nicht Flyborn. Ja. Was? Flugzeuge? Flugzeuge auf Englisch. Was ist ein Flugzeug? Ja, das ist ein Flugzeug. Keine Ahnung. Wie war's das? Aber wieso kann man. Ich weiß in Englisch anscheinend. Für mich das gleiche. Planes, Pflanzen, Flugzeuge. Errate das Wort von. What the fuck? What the fuck? Das ist Schnellzeichner, wie es ist. Das ist auf Es ist auf Film. Ich kenn das, ich weiß, was es ist. What the fuck? Das ist ein Film mit den Eichhörnchen und der Der dritte Zeichner, der war zu gut, oder? Hä? Wieso ist es falsch? Eis? Achso, Gegner. Ja. Ich hab's mit C geschrieben. Eis. Ache. Also das ist das. Wie heißt denn das? Ja, das habe ich mir auch zuerst gedacht. Nee, das ist. Also ich glaube, das ist der englische Name, was bei mir ist. Oder? Nee, ist doch der deutsche. Das ist der deutsche Name. Das müsste dann. Was steht hier Pokémon? Ich weiß nicht, das ist aber in wenig Zeit zum Loch schon, das ist der Schweiz hat noch. Das ist dann. Das da. Wahrscheinlich. Ja, ihr schreibt halt groß, Michi. Ja, ich hab genug Zeit zum Google für das gehabt. Ja, weil ich ungefähr weiß, was das ist. Ich weiß auch, aber den Baum weiß ich nicht. Das sind unwichtige Fehler für mich. Ja, wir haben zu wenig Zeit zum Zeichnen, das geht mir am meisten um. Ich weiß. Halt wie soll ich denn das in der Zeit zeichnen? Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich muss das googeln. Bis ich das googelt habe, ist da nichts da. Ach, das ist ein Pokémon. Was? Okay. Auf geht's. Ja, du schneller. Erst. Ich muss das schnell zeichnen, da schaut er unbehindert so aus. Erst mit dem endlichen Modus könnte ich schöner zeichnen.
Wir schauen so aus wie, weiß ich nicht, Figuren, die was in meinem Albtraum entstanden sein könnten. Im Albtraum. Ach, bitte, das ist nicht verfickt. Also es könnte momentan ein Vierjäger besser malen als ich. Das passt schon. Das sieht ungefähr so aus. Es tut mir wirklich mal leid, Kurt. Es ist fast egal. Es tut mir es so leid. Es sieht so aus, wie ich es gezeichnet habe, ungefähr. Ich kann nichts dafür. Es schaut so scheiße aus. Ist das Emolga? Nee, warte. Nein, das ist ein normaler Typ. Oh, wie hieß das nochmal? Auf jeden Fall, die Schmalzlocke da auf dem Schädel schaut echt cool aus. Oh, das ist cool. Mit, mit harten P schreibt man das, Chris. Ach, das ist Pico Schiller, ne? Da gib's an. Ich habe einfach ein Pokémon-Wiki da. Ja, Pico, C-H-I-Doppel-E-Doppel-L-A-Doppel. Ja, Pokémon-Wiki.de solltest du einfach aufhaben. Ja. Ja, rat das Wort von Thomas. Ah, das kenne ich, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Fuck. Dass wir das nicht kennen, das kam, glaube ich, erst mit Generation 6 oder 7 dazu. Komm, wir machen das Scheiß wieder. Ja, ich weiß, wie es ungefähr heißt. Ist das das Sorbet? Ich weiß nicht, wie das heißt. Also ich kenn's, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Mit S. Ja, keine Ahnung. Und nur noch mit einem Duflauferschnitt. Ich lasse gleich meine Google-Seite offen. Dass ich schneller googeln kann. Das ist die beste Zeichnung, das. What the fuck ist das? Serie. Die schaust du ja meistens du sogar an, halt nicht immer. Ich schau mir die an. Ob man zu hell ist im Hintergrund. Aber es ist nicht. Ich hab da noch passen. Der Griffin ist es nicht. Da soll er mal ein Cross, Crossplay geben, wo der Griffin dabei war. Family Guy. Also das ist nicht Thanos, sagst du. Nein, dann weiß ich es nicht. Dann weiß ich es nicht. Es ist nicht mal American, ist es. Was? American. Ja, American Dad, ja, aber ich weiß. Aber ich weiß. Ja, American Dad heißt es ja, aber ich weiß ja nicht, wie der Charakter heißt. Stan Smith. Aber so sieht er nicht aus vom Kopf her. Das hat schnell gehen müssen. Da hättest du wenigstens Hautfarbe nehmen können, oder gelb? So, ich mag jetzt schon einmal die Zeit auf den Endlich stellen können, weil es geht ein bisschen auf den Arsch. So, dann starten wir noch einmal. Drei Runden. Nein, wieso? Ich habe auf 180 eingestellt. Das sind nicht 180 Sekunden. Was? Was? Das kann ich nicht, das Pokémon. Mal Aurora aufkommen. Es geht aber nicht ums Pokémon, aber um das, was Bruder ist.
Ach, der ist das! Der ist das! Das ist schon ein Problem. Wollen wir das vorstellen? Gott, wie soll ich das denn machen? Ich glaube, das Pokémon wird der Chris nicht kennen. Ich glaube, das wird der Thomas nicht einmal erkennen, so wie ich es gerade zeichnet habe. Aber was soll ich denn machen? Ich kann es nicht anders zeichnen in einer kurzen Zeit, das ist so behindert. Ja, aber ich verstehe auch nicht, warum sie es rausgenommen haben mit der Zeit. Dass es unendlich ist, das ist so behindert. Ja, besser geht's nicht mehr. Ja, es ist nicht erkennbar, schaut aus wie, weiß ich nicht, ganz schon Pokémon oder so. Das ist nicht mal zu Ende zeichnen. Gott, das ist nicht. Ah, das. Ah, wie heißt denn das Pokémon? Das ist kein Mantaxus. Es ist ein Krebs. Es sollte ein Krebs werden. Nein, da ist es nicht. Du bist. Also, das ist aber auf Englisch. Ist das auf Englisch? Nein, das ist auf Deutsch, der Name bei mir. Ja, sollte der eigentlich da reinpassen? Ja, der ist doch eigentlich kurz. Das sind nur 6 Buchstaben, der deutsche Name. Ist es nicht das? Ist es nicht Scampisto? Nein, das ist die Weiterentwicklung. Oh. Boomer, achso, okay. Ja, bei Scampisto ist die Schere noch nicht ganz übertrieben groß. Ja, wenn es beim Pokémon von der Nase aus. Um was geht's denn jetzt? Es geht um das Typen, den Typen. Um welchen Typen? Da ist ein Raupi oder Kakuna. Was ist das für ein Typ? Zu welchen Pokémon-Typen gehören die? Normal, bist du falsch? Was hast du das Kokuna gemerkt? Du hast das so Respekt. Ja, wer es weiß, meins erkennt es nicht. Niemals. Doch, ich kenne es. Was ist das für ein Viecher? Es ist Wölkchen. Das kennt er nicht, das ist siebte Generation, glaube ich. Ja, der hätte Sonne und Mond spielen müssen. Aber es ist Wölkchen! Wölkchen! Das ist ein Clown. Das ist wie ein Clown, aber. Es ist aber Wölkchen. Es ist Wölkchen. Das entwickelt sich am Schluss um einen legendären Pokémon. So? Und es hat den Spitznamen Wölkchen. Mit C fangt es an, mit G hört es auf. So dumm. What the fuck? Okay, das muss ich jetzt schnell zeichnen. Wie soll ich denn das zeichnen, Alter? Alter, wie ist. Ey, zeig mir die Bilder an. Wie soll ich das denn zeichnen? Ich soll den zeichnen. Gut, ich mach das gleich. Ich zeichne es jetzt auch irgendwie, ist mir scheißegal wie. Ja, keine Ahnung, was weiß ich. Ja, musst du wenig Zeit zum Zeichnen, das ist total schwul, ich weiß. Nur nicht, warum sie es jetzt geändert haben, das ist so behindert. Das schaut so behindert aus. Ich kann es nicht besser zeichnen. Ja, ich kann es auch nicht besser zeichnen. Den Charakter wird auch niemand erkennen können.
Das geht gar nicht. Okay, bei mir kann man es vielleicht erkennen. Ja, das ging mir. Vielleicht kann man es erkennen. Oha, das hätte ich mir nicht erwartet. Was war das Name? Hä? Was war das Name? Na, Rapunzel, lass dein Haar runter. What the fuck ist das? Das ist aus... Ist das das Tabalogo? Ocarina of Time. Ocarina of Time? Was denn das Scheißding, was noch ist? Ach so. Das sind diese gelben Kackspannen. Die Schildkröten hätte ich mir gedacht. Nein, das ist ein, einer mit Namen. Oh, weiß ich das? Oh. Wie heißt denn der? Sag das. Keine Ahnung, wie der schnell heißt. Ich glaube mit D. Son Goku wahrscheinlich. Ich glaube, der heißt mit D. Ja, D am Anfang ist richtig. Ja, das ist Duckface. Es ist Dagon. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich merke mal den Namen. Ich kann's. Ich kenne den auch nicht, Michi. Ja, ich soll. Achso, ja, Daruni, ja, war schon. Jetzt weiter mal. Ja, boah. So, mal schauen, ob sie das verpasst. What the fuck ist das? Es hat eine Serie gegeben früher. Das war ein Mensch, der so ein Lama. Der ist so ein Lama geworden. Ach! Keine Ahnung, Alter. Es ist mit Kronk. Mit Kronk? Leg den Hebel um, Kronk. Das war der falsche Hebel. Keine Ahnung. Mit Cusco. Das ist echt Schwanz. Die Schwanz. Achso, ein. Ah. Die scheiß schwarze Lama. Alter, das geht Ich muss auch schauen, was ich zeichnen muss, ne? Ja, okay. Was hast du? Hast du gerade ein Pokémon gesagt, was hast? Ich hab gesagt, ich war sonst ein Viechzeichner. Du Arsch. Nein. Nicht zu dir, sondern zu der Tasten, weil der Vorsprung ist. Das schaut so behindert aus. Wollen wir uns das bitte unendlich Zeit wegmacht? Die können auch schon wieder. Eh schon wissen. Keine Ahnung, ich bin aber bei der Fies. Ich hab grad bei den Pfoten gemacht. Ah, draußen gefällt mir der Modus am besten. Aber mit unendlich Zeit wäre es halt besser, das hätte man sich wegmachen dürfen. Warum haben sie es weggemacht? So behindert. Erst schwarz, du Neger. Oha, da schimpft er. Fertig sein. Du bist total metallisiert jetzt, du. Das ist sowieso nicht. Das schaut so behindert aus, dieses Viech. What the fuck? Das ist ein Pokémon, aber ich hab's noch fertig sein genannt. Ein Katzen-Pokémon? Weiß ich nicht. Es ist nicht fertig geworden. Welcher Typ? Feuer. So, Bernd oder was ist das also? Aber was? Ein König, Königslöwen oder so. Ja, ich weiß. So, Löwen mit Feuer. Ah, wie hieß denn das normal? So, jetzt fertig zeichnen. Ah, okay. Monsi. Nein, ich wollte nicht, dann ist das. Also, Leo Feuer oder was? Wie denn sonst?
Ja, Leo Feuer wahrscheinlich. Leo Feuer habe ich eingegeben, das ist falsch. Leo Feo! Leo Feo! Dein fucking Ernst! Leufeo! Ich fick dich in den Arsch, Pokémon! Was ist das für ein Name? Käfig. Ja, genau. Der hat nur zwei. Das sind schreibt man, das sind nicht Käufel. Ich hab da die geschafft geschrieben. Käufel hat nur zwei. Käufel und? Bieke, Käufel und dann Mammutil. Nein, ja. Nur Käufel, nur. Nein, davor gibt's Quiekel. Quiekel, Käufel und noch eins. Achso, ja, das kleine Scheißfisch habe ich vergessen. Das dritte war's nicht. Ja, das ist. Das hat der Thomas gesagt, wie es heißt. Das hat Thomas gesagt, wie es heißt. Ja, ich weiß nicht, wie es heißt. Ich finde es immer wieder lustig. Müsst ihr schon? Errate das Wort. Disney XD. Scheiße. Kannst du das nicht zeichnen? Du kannst das nicht anders zeichnen, du musst es hinschreiben. Heißt das einfach Disney XD oder was? Ja! Das ist das Logo! Das ist das Logo, wie willst du es sonst zeichnen? Ernsthaft, wie hast du das XD falsch geschrieben? Ich hab auch schon gemacht. Was man eher logisch ist für sowas, aber in der Spür anscheinend. Ja, können wir irgendwo unendlich Zeit einstellen noch für drei Runden? Ich mag ohne. Ich mag. Was ist denn eigentlich da? Da ist auch nicht unendlich Zeit. Wieso kann man da überall nicht unendlich einstellen? Und ich stelle 180 ein und es kommt automatisch 90. Ich verstehe es nicht. Es ist einfach gay. Ich hab keine Ahnung. Ja. Ich werde es auf Anwenden gehen oder speichern. Ja, ich mache jetzt nochmal Grand Travail auf 4 Runden. Ja, 180. Nein, machen wir mal diesmal Mittwoch auswählen, oder? Eine Runde. Da können wir uns wenigstens aussuchen. Einmal. So, jeder wählt sich ein Pokémon aus. Dann kann er es wenigstens vorher rausgoogeln. Ja, genau, es wird irgendwas quält. Fick dich. Ja, so schnell bin ich nicht. Und der Chris kann es nicht zeichnen, weil ich nicht gewartet habe. Das wurde allgemein ausgewählt. Das war ein Timer. Das konntest du gar nicht auswählen. Alter. Das wurde einfach automatisch gemacht. Ja, das ist genau die falsche Richtung. Ja, der Chris kann das nicht zeichnen, das ist so behindert. Ja, anders geht das nicht. Ja, das ist so scheiße wegen dem Chris. Anders kann es nicht malen. Ja, keine Ahnung. Das wird keiner von euch kennen. Das ist eh nicht da. Das ist. Ja, das ist. Ups. Pokémon. Ja. Oh weia.
Wieso hat da eigentlich einer da so einen Heiligenschein oder ist es der Dotto? Das ist der Dotto. Ja, also es ist auch eine Runde ohne Chris. Ja, es hat der Chris auch nichts gezeichnet. Ja, das willst du auch nicht erraten. Das ist ein Item von Ocarina of Time. Das wirst nicht erraten, auf jeden Fall. Wenn man es noch nie gespielt hat, dann kann man das gar nicht wissen. Es schaut ungefähr so aus. Ein Item von Ocarina of Time. Was? Ein was? Ein Item von Ocarina of Time. Das ist dieser komische Pfeuersprache, das ist immer dieser Ast. Nein! Das ist ein Item, was du erst nach dem Wassertempel kriegst. Meinst du sowieso nicht erkennen, weil er da war? Ja, ja. Das. Das hat er sich gegeben mit seinem Fristen. Ich hoffe, der Frist jetzt, dass er Ruhe gibt. Könnt sich kennen, wenn ihr es noch nie gespielt habt. Feuerpfeifen, also denke ich, Chris, wir konnten nicht mal was machen, da war einfach ein Timer und als abgelaufen ist, hat das Spiel für uns ausgesucht. Ja. Ja, steht denn da, Chris? Fruyal. Was? F-R-U-J-A-L. Fruyal, was rief das da so? Fruyal? Fruyal, das ist ein Pokémon, das ist ein komisches Pflanzen-Pokémon. So, das wird Tusti mit ihren langen Haxen. Ja, so. Pokémon Unite ist das irgendwas. Ah, mit U. Ich hab's mit O geschrieben. Ja. Wie wird das geschrieben? F-R-U-Y-A-L. Also mit, was ist mit dem J? U. Y. Ach, ich hab mit Y. Ich hab mit J geschrieben, ich hab mit Y, sehr gut. Ich weiß nicht, welches das ist, das ist dieses blöde. Probieren wir das. Green Pokémon. Da. Upsi. Das war der Code an der Idee. Der hat irgendwelche Gäste. Hoffe ich nicht. Oh, weh. Ich will es aus, aber ich weiß nicht, wie es ausschaut. Das ist schlimm. Da geht man schon wieder wohin. Die Bocken, was ist los mit dir? Das schaut vollkommen falsch aus, aber naja. Was muss das jetzt? Der hat schon keiner. Das ist irgendwas gehabt, das ist ein Aufproblem. Theoretisch eigentlich eher richtig zeichnen, oder? Man wird doch Bodenkörper bauen. Ja, wurscht, es geht nicht besser. Es schaut halt behindert aus als fuck. Aber es ist erkennbar. Es schaut halt auch ein bisschen falsch aus, aber naja. What the fuck? Ah, wie heißt denn das? Das ist Unlicht. Das weiß ich schon. Oh, was ist klar, der da draußen? Der geht mal ganz schön wohin gekriegt. Gibt's dann zum Fressen? Er geht weiter. Gibt's dann nix? Sie geht weiter. Wie heißt das denn schnell? Google schneller. Ich bin so ein Krokodilfisch. Das war's ja.
20 Euro. Ich will nur wissen, wo er ist. Ich finde ihn nämlich nicht. Es ist ein Radiator Alligator. Ja. Da, habe ich gefunden, aber die Zeit reicht sich nicht aus. Ah, ich hab unsichtlich das Hashtag gemacht. Das hätte ich richtig gehabt. Ich habe unsichtlich den Hashtag erwischt noch. Avicator Hashtag. Hashtag. Das ist Feuer auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, was soll denn das sein? Naja. Das Kickbox-Dino. Das ist das Blazing. Das Kickbox-Dino. Ist das vielleicht ist das? Blaziken. Das fucking Talk-Pokémon. Nein, Spaß. Das vielleicht? Nein. Naja, halt theoretisch. Hat es ja schon noch mit Cox zu tun. Im Sinne von Haaren. Es gibt es auch im männlich. Es fängt mit O, mit L-A. Achso, oh ja, ja, ich weiß schon, aber es geht sich nicht mehr aus. Was machst du eigentlich, Michi? Ich hab doch gesagt, das ist Blaziken. Wie kommst du bei Blaziken auf Magbrand? Keine Ahnung. Ja, voll. Warum sprichst du es aus, sonst schreibst du es nicht hin? Das war schon. Okay, das hast du ja schon gesagt, Thomas. Ich wusste, wie es heißt, ich war mir nur nicht sicher, wie man es schreibt. Ach so. Das sagen sie alle. Ich wusste zwar dieses Giraffen-Pokémon, ich war mir aber nicht sicher, wie es schreibt. Nein, dann mache ich das doch. Langsam ist er richtig elegant und geht mir richtig fest auf die Eier. Dann probieren wir das da. In der Zeit, das geht eh nie gut. Wo ist der Felsen draußen? Wenn du zwei weiter sich gehst, Post. Oha, das sind Part. Was ist denn da? Ist recht. So, es ist geht ganz nicht los, das zeigt dann die Podcast-Zeit. Auf was wartest du? Keine Ahnung. Erstmal ist aber nicht wahr. Aber ich werde leichter zeichnen. Also, von daher. Ich krieg nicht mal die ganze Zeichnung aufs Bild. Ja, wurscht, muss ich ab da halt aufhören. Ich habe nicht die richtigen Farben dafür. Ja, es ist erkennbar, glaube ich. Glaube ich. Also wer das nicht erkennt, ne? Ja, es ist scheiße, dass man nicht mehr unendlich Zeit hat in dem Spiel. Das geht mir so auf die Nerven. Was? Leg mich rum, das war Pikachu. Ja, schau mal, welches Polygon. Möchte nur Polygon. Set. Dann Polygon 2. Das ist nicht so drauf. Was soll denn das? Ich hab Z eingegeben, Z wollte er nicht. Das ist ein Strichbauch. What the fuck ist das? Ja, ich hab den Strich gemacht. Okay. Ist das auch ein Pokémon? Das ist ein Gesteins-Pokémon. Also, der Hund ist das. Aus Sonne und Mond. Das ist der Hund, wo jeder sagt, der ist auch gut. Da gab es ein Event-Pokémon auch zu. Wie heißt denn der? Das hat drei Weiterentwicklungen, so zu sehen. Weil die Weiterentwicklung drei Formen hat.
eine Nacht, eine Tag und eine Mittagsform. Das muss ja, das sein. Dämmerung. Evoli! Evoli! Chris, welches Geräusch macht der Hund? Wieso googelst du sich da einfach Gestein? Da kommst du eh sofort. Ja, Wuff. Und jetzt ein Els am Ende. Ja, Wuff. Und ein Els. Wuff, Els. Wuffels. Wuffels. Frauen ist besser. Wuff, Mann. Das ist schon wieder dick geworden, ne? Boah, da hab ich das erste Mal gewonnen, ne? Danke, Winter, für Fortnite. Gut, dann würde ich sagen, das nächste Mal sehen wir uns irgendwann wieder, wenn wir es wieder mal machen. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis bald und ciao. Ciao. Für Fortnite.